Ja, liebe Hilterfreunde, was läuft da beim Bauer Hausi? Heute Samstagmorgen. Ich spritze meine Saatkartoffeln das erste Mal mit einem Fungizid. Und dazu gemischt ist auch Öl. Und die Pflanzen werden so mit einem Ölfilm überzogen. Und so werden Virusübertragungen durch Blattläuse verhindert. Die Blattläuse stechen dann nicht. Jawohl. Zur nächsten Fahrgasse. Rückwärts. Vorwärts. Immer alles ohne Kupplung. Dann Geschwindigkeit abnehmen. Habe ich falsch gedrückt. Immer ein bisschen schwierig zu filmen und den Traktor doch noch so zu bedienen, dass er auch fährt. Hier ist abgespeichert 6,5 Stundenkilometer. Und dann drücke ich hier die Speichertaste und der Traktor beschleunigt auf 6,5 Stundenkilometer. So läuft das beim Fenster. Auch beim Fahren, beim Spritzen. Der Motor dreht immer gleiche Drehzahl, Wenden vorwärts, rückwärts im Feld. Fahre ich immer jetzt mit 1150 Motorenumdrehungen und 410 Zapfwellen. Und eben wie gesagt, eingestellt ist die Geschwindigkeit 6,5 Stundenkilometer. Und er fährt einfach die. Im Moment muss ich nicht einmal das Lenkrad in die Hände nehmen. Der fährt eine Furche geradeaus. Ich denke, an diesem Fahrkomfort kommt höchstens noch eine selbstfahrende, hydrostatisch angetriebene Spritze ran. Alle anderen Traktoren erreichen das nicht. Das komfortable Fahren mit gleicher Geschwindigkeit, gleicher Motorendrehzahl. Jawohl. Fendt ist der Beste. Oder seid ihr anderer Meinung? Dann schreibt es mir doch.